Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Pokémon Silber, hier bei Bruno, einem der Top 4, den wir in der letzten Episode ganz knapp noch besiegen konnten. Menschenskinder ist nochmal. Das Ganze lief jetzt wirklich schlechter ab, als was ich mir das vorgestellt habe. Zuerst einmal haben wir gegen einen Psycho-Pokémon-Trainer gekämpft, namens Willy. Wobei ich dachte, dass es Eis gewesen wäre, weil sein Top 4-Bereich sah mehr nach Eis anstatt nach Psycho aus. Und dann als nächstes Koga und seine Gift-Pokémon. Oh Mann, hätten wir schon Level 47 bei Siana gehabt, was wir immer noch nicht haben. Ja, dann hätten wir einfach durchmarschieren können. Weil mit Psychokinese hätte kein einziges Pokémon von Koga was zu lachen gehabt. Naja, obwohl Koga hatte auch Fostelga gehabt. Also nicht nur Gift-Pokémon, ja. Ja, die meisten Pokémon waren Käfer-Pokémon, ja. Abgesehen von ein paar anderen. Und dann Bruno hier. Das war ein harter Kampf, ja. Und jetzt der nächste Kampf, der folgen wird. Gegen den Unlicht. Warte mal, du bist nicht Unlicht. Du bist Agathe. Du bist die Geist-Pokémon-Trainerin. Sollte ich mich da jetzt irren? Ja. Dann bin ich jetzt am Arsch. Ich bin Melanie, Nummer 4 der Top 4. Du heißt Phantom? Sehr amüsant. Ich liebe Pokémon des Typs Unlicht. Oh, jetzt habe ich mich schon wieder reinlegen lassen. Ihr wilder, harter Ruf gefällt mir. Und sie sind wirklich stark. Glaubst du, du kannst es mit uns aufnehmen? Los, ich will mich amüsieren. Auf geht's. Ja, da wusste ich schon so ungefähr, was kommen wird. Und dann habe ich mich wieder täuschen lassen. Ich hatte auch gedacht. Nach Tara. Okay. Das wäre interessant, jetzt. Ein Duell Tag gegen Nacht. Aber nee. Will ich nicht wagen. Okay, jetzt muss ich überlegen. Wie waren die Werte von Nacht Tara? Nacht Tara wird auch sicherlich. Die Werte von Nacht Tara sind eher tankmäßig. Sir Kroko? Wir müssen mal sehen, was du machen kannst hier. Sandwirbel. Gut, es ging auch daneben. Okay, Surfer. Ja, das müsste funktionieren. Nach Tara müsste auch Konfustrahl. Ja, Sandwirbel. Die Taktik, die Genauigkeit, senken. Okay, dann werde ich eher die Taktik mal anwenden. Ja, gut. Nach Tara ist sowas vom tiefgefroren. Gut, dann hauen wir jetzt mal einen Stärkefelsen hinterher. Ja? Das läuft nicht schlecht. Ah ja, und der Grund, ich wollte jetzt mal erzählen, weshalb ich die Top 4 der Kalos-Region. Verdammt nochmal. Okay. Gut, nach Tara ist jetzt besiegt. Also, die Top 4 der Kalos-Region finde ich deshalb auch gut, weil da ein paar Pokémon-Typen kamen dort, die meisten Pokémon, die ich, liebe, ja. Zum einen ein Wasser-Pokémon-Trainer. Wasser-Pokémon gehören, sowieso seit Generation 1, zu meinen liebsten Pokémon. Seit Chigia. Chigi ist, sowieso das Pokémon, was ich, wenn ich, Pokémon blau oder rot, spiele oder gelb. Warte mal, nein, gelb ist ja Pikachu, das ultimative Okay. Wir sind, jetzt paralysiert. Könnte blöd werden. Blättertanz, das kann blöd werden. Toll, wir haben auch keinen Beleber, mehr da. Ja, das ist gut. Das ist gut. Giflor ist, auch gleich raus. Okay. Okay, das lief, suboptimal.
Ja, suboptimal. Oh Gott. Ja, das läuft wirklich suboptimal. Wir müssen es ja gleich auswechseln. Aber, warte mal. Warte, sie sagte doch, sie ist eine Unlicht-Pokémon-Trainerin. Weshalb hat sie einen Gifflor hier? Naja, aber auf jeden Fall, das soll uns jetzt nicht stören. Okay, Gengar. Gengar, Gengar, Gengar. Geist, Gift. Geist, Gift, Geist, Gift. Nekomata? Sofern Gengar Elsack jetzt keine Unlichtattacke Elsack drauf hat, dürfte... Warte mal, Geistgift? Stimmt ja. Wieso... Wieso nennt sie sich selbst Elsack Unlicht-Pokémon-Trainerin, wenn sie ein Gengar und Elsack ein Gifflor Elsack bei sich hat? Okay, Gengar ist Elsack auch ausgewichen, also zurückgeschreckt. Das war jetzt Elsack ein großer Vorteil für uns. Gut, Level 47. Das ist wunderbar. Nekomata versucht Psychokinese zu erlernen. Aber Nekomata kann nicht mehr als 4 Attacken erlernen. Soll eine andere Attacke zugunsten von Psychokinese vergessen werden? Ja, welche Attacke soll vergessen werden? Ja, ich würde mal sagen, Ruckzuckhieb kann uns Elsack nochmal den Arsch retten. Sternschauer, nun ja, ne. Gut. Psychokinese erlernt. Nekomata hat jetzt seine stärkste Attacke erhalten. Kramorx. Das ist gut. Wir sind jetzt wirklich, Elsack, mehr und mehr im Vorteil, Elsack, hier im Unlicht-Pokémon-Kampf. Also, bei den anderen Kämpfen, Elsack, ja, hatte ich, Elsack, so das Gefühl gehabt, ich sitze, Elsack, mehr und mehr in der Patsche. Aber jetzt wiederum, bin ich, Elsack, sowas von im Vorteil, Elsack, hier. Ich bin im Vorteil hier. Ui. Sehr effektiv, die Attacke. Ich setze aber gleich nochmal einen Donnerschock ein. Okay, ich hatte jetzt gedacht, sie würde Elsack, ihr Kramorx Elsack heilen. Ist aber nicht. Wunderbar, sage ich da. Aha. Gut. Einfach wunderbar. Aber Hundemon? Perfekt für Sir Kroko. Naja, aber jetzt will ich endlich mal Elsack sagen, weshalb ich Elsack die Top 4 der Kalos-Region Elsack so gut finde. Also, weil sie Elsack ein paar meiner liebsten Pokémon-Typen Elsack hat. Zum einen Elsack ja Wasser-Pokémon. Wasser-Pokémon fand ich Elsack schon seit der ersten Generation mit Shiggy Elsack gut. Dann, warte, jetzt muss ich mal kurz mal abwarten. Ui. Okay. Knirscher hat fast die Hälfte, Elsack. Warte mal, wie viel hat Knirscher jetzt abgezogen? Muss mal überlegen. 138 sind dann, Elsack. Warte mal, 100. 67 Punkte. Okay, haben wir, Elsack, noch einen Beleber, Elsack, hier? Nein, wir haben keinen Beleber mehr da. Okay. Dann müssen wir mal sehen. Wir müssen mal sehen und setzen Elsack. Warte, wir setzen mal alles auf eine Karte jetzt, Elsack mal. Wir setzen mal alles auf eine Karte. Ich setze mal kurz einen Hypertrank ein. Ich will mal kurz sehen, wie viel Elsack nun Hundemon Elsack ein abzieht. Gut. Ah, sie setzt Elsack ebenfalls Elsack einen Top-Trank ein. Gut. Zwei dumme, ein Gedanke. Okay, jetzt können wir Elsack mal sehen. Wie viel zieht's ab? Ja. Ah, warte mal. Die Spezialverteidigung Elsack sinkt jetzt. Okay, das Wetter Elsack auch nicht allzu einfach, Elsack. Sein. Die Attacke ist sehr effektiv. Setzen wir, er sagt, nochmal einen Hypertrank ein. Ich muss jetzt, er sagt, mal sehen. Wie reduziert er, sagt, die Knirscherattacke, er sagt, unsere Spezialverteidigung? Ja. Und sie sinkt weiter. Wir müssen, er sagt, auswechseln. Boss, Status? Status, die Spezialverteidigung ist nicht gut. Ja, die Verteidigung ist hier gut. Wartet. Spezialverteidigung ist gut, aber wir sind im Nachteil. Magneto.
Ja, es wäre eigentlich... Ah, wartet. Wartet, wartet, wartet. Ah, das ist nicht... Das ist alles nicht gut. Das ist jetzt alles, er sagt, nicht gut. Okay, Boss. Wir müssen es, er sagt, wagen. Okay, Knirscher. Okay, wenigstens hat er, Boss, er sagt, viele KP, er sagt, ja. Das war jetzt, er sagt, unser Vorteil. Und der Ruckzuck-Hieb hat uns wirklich, er sagt, den Arsch gerettet. Gut. Melanie? Du hast uns jetzt wirklich erst mit Schwitzen gebracht. Nun, du bist gut. Das gefällt mir an einem Trainer. Ja. Starke Pokémon. Schwache Pokémon. Das ist nur eine subjektive Einschätzung anderer Menschen. Wirklich begabte Trainer gewinnen mit ihren Lieblings-Pokémon. Ich mag deinen Stil. Du weißt, was wichtig ist. Schreite voran. Der Champ wartet. Ja. Der Champ wartet. Aber ich will jetzt erstmal wirklich erst mal erzählen, weshalb mir die, es wirklich gefällt, er sagt, die Pokémon. Die Pokémon-Liga der Top 4, von Carlos. Also wegen dem Wasser-Pokémon? Dann, er sagt hier auch wegen den Stahl-Pokémon, er sagt hier auch. Nicht zu vergessen, wegen den Drachen-Pokémon. Die besten Pokémon überhaupt. Mhm. Einfach wunderbar. Und, okay, jetzt weiß ich, er sagt nicht mehr, was er sagt, der vierte Top-4-Mitglied, also das vierte Top-4-Mitglied, er sagt, war. Naja, aber auf jeden Fall gefällt mir, er sagt, die Top 4 der Carlos-Region, er sagt, am besten, er sagt, ja. Mhm. Auch gefällt es mir, er sagt, auch, dass seit der fünften Generation man, er sagt, es sich, er sagt, aussuchen kann, gegen wen man, er sagt, kämpfen will. Mhm. Auch, er sagt, recht top. Mhm. Aber ich merke, er sagt, schon, so viel zu sammeln habe ich darüber, er sagt, doch, er sagt, nicht. Naja, wir wollen jetzt erstmal unsere Pokémon allerdings, er sagt, mal heilen. Für den letzten Kampf hier in der Liga. Gegen den Champ. Gegen den stärksten Trainer überhaupt. Aber ich merke, er sagt, schon, es wird nicht einfach. Ganz und gar nicht einfach. Unsere Geheimwaffe Sir Kroko. Die wird auf jeden Fall sein Best... Er wird auf jeden Fall, er sagt, sein Bestes, er sagt, geben. Aber wir müssen, er sagt, mal etwas taktisch vorgehen. Setzen wir also Magneto, er sagt, als erstes ein. Oh. Ja, wir laufen gleich auf dem roten Teppich, er sagt, zum letzten Trainer. Siegfried. Ich habe dich erwartet. Phantom. Ich wusste, dass du mir aufgrund deiner Fähigkeiten eines Tages gegenüberstehen würdest. Worte sind hier fehl am Platz. Ein Kampf wird zeigen, wer der Stärkere von uns beiden ist. Ich, der beste aller Trainer und Champ der Pokémon-Liga. Ich, Siegfried, der Drachenmeister, nehme deine Herausforderung an. Gut. Der letzte Kampf. Siegfried. Ein Trainer... Warte! Oh nein! Alter Schwede, ich hab vergessen, dass Kurama, glaube ich, paralysiert, er sagt, war. Das ist nicht gut. Aber Donnerschock ist gut. Garados hat ja eine Vierfachschwäche. Und ist kein Drachen-Pokémon, wohlgemerkt, ja. Hui, was? Oh, das ist blöd. Das ist jetzt mehr als blöd. Nur weil wir Donnerschock anstatt Donnerblitz, er sagt, haben. Hätten wir jetzt Donnerblitz, er sagt, gehabt, wäre Garados, er sagt, schon rausgenommen worden aus dem Spiel. Mist. Naja, aber was soll's. Magneto, du hast einen guten ersten Schritt. Dragoran. Okay, Dracheflug. Sir Coco, zeige, was du, er sagt, drauf hast mit dem Eishieb. Bam. Und deine Verteidigung ist, er sagt, auch gut. Los, Sir Coco, Eishieb. Ja, deshalb hatte ich, er sagt, auch vor langer Zeit in Dukatia City, er sagt, Sir Coco, er sagt, auch den Eis... Das ist wunderbar. Einfach wunderbar. Ah, Top-Genesung, das ist nicht wunderbar. Aber ja, wegen Siegfried, habe ich vor langer Zeit, er sagt, Sir Coco, er sagt, den Eishieb, er sagt,
erlernen lassen. Hm? Hui, ein Volltreffer! Ja, das wusste ich schon vorher, ja. Ha! Bam, Sir Coco Level 44. Ah ja, unsere harten Mühen. Warte, noch ein Dragoran? Ha! Auch dieses Dragoran wird gegen Sir Coco Elsack nix ausrichten können. Sein Eishieb ist stark. Warte mal, wieder? Nein, doch kein Volltreffer. Ah, Donnerwelle hat keine Wirkung, das ist wunderbar. Auch wunderbar ist es, dass Sir Coco Elsack schneller ist als seine Dragorans. Kaum zu glauben, aber... Oh ja, noch ein Dragoran. Ja, das ist Elsack ein einfaches Spiel, Elsack jetzt. Wirklich, wirklich, wirklich. Die Top 4 an sich, Elsack, haben uns, Elsack, so viele Probleme, Elsack, gemacht. Aber jetzt, Elsack, Siegfried... Der ist sowas von einfach zu besiegen, Elsack, jetzt. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ja, wir haben den Champ jetzt einfach entmachtet. Aber ja, Lurak. Ja, das wird ja immer einfacher. Einmal Zauberwasser verstärkte Surferattacke. Und Glurak ist dann gleich auch weg vom Fenster. Nichts leichter als das. Ja, da höre ich dann auch einfach gerne mal kurz... Ah. Sehr effektiv, aber Glurak konnte der Attacke doch nochmal standhalten. Hätte ich jetzt nun nicht damit gerechnet. Aber eine weitere Sur... Jetzt auf einmal ist Elsack Glurak schneller. Hätte ich nicht damit gerechnet. Aber das macht Elsack jetzt nicht mehr. Wir haben gleich gewonnen. Und wir sind Champ der Pokémon-Liga geworden. Ah. Ja, ja. Wegen Siegfried hatte ich Elsack den Eishieb, Elsack, Sir Coco, erlernen lassen. Hm? Weil ich Elsack schon wusste. Aerodactyl. Das ist Elsack auch. Obwohl, nee, das könnte jetzt schwierig werden. Aerodactyl? Ja, ist schneller, Elsack, als Sir Coco. Hm. Ja, 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 es ist schneller. Oh, verdammt nochmal. Wir sind zurückgewichen. Das ist jetzt suboptimal jetzt. Oh, verdammt nochmal, Sir Coco hat das Zeitliche gesegnet. Miss. Das ist ein Miss. Okay. Wir machen es jetzt, warte mal. Wartet. Ja, Magneto? Du kannst es schaffen. Setzen wir erstmal eine Donnerwelle, Elsack, gleich mal ein. Dann ist die Bewegungsfreiheit von Aerodactyl, Elsack, schon mal eingeschränkt. Okay. Ja, gut, es funktioniert. Die Bewegungsfreiheit ist eingeschränkt, weshalb ich jetzt, Elsack, mal einen Hypertank, Elsack, benutzen kann. Aerodactyl ist also auch, glaube ich, ein Gestein-Flug-Pokémon. Ah, gut. Eine normale Attacke. Bringt nicht sehr viel. Also gut. Donnerschock. Bringt er sogar nicht zu viel, weil es ein Donnerschock ist. Aber wenigstens ein bisschen, ja. Hm, sehr effektiv. Aerodactyl muss sich ehrlich gesagt aufladen und ist generell langsamer. Und somit haben wir jetzt die Top 4 insgesamt besiegt. Und wir haben den Champ besiegt. Gut. Wunderbar. Champ Siegfried wurde besiegt. Das ist ein seltsames Gefühl. Ich bin nicht wütend, dass ich verloren habe. Ich bin glücklich. Glücklich, dass ich den Aufstieg eines neuen Champs miterleben durfte. Ja. Hui. Ja. Gut. Wir haben's geschafft. Wow. Du bist sehr stark geworden, Phantom. Deine Pokémon haben deine starke und aufrechte Persönlichkeit akzeptiert. Auch du wirst zusammen mit deinem Pokémon stärker werden. Ja. Oh, Mutti! Und... Nein, das ist nicht Mutti, das ist, er sagt, die Radiomoderatorin, Margit. Oh nein, alles ist vorbei. Professor Eich, wenn du nicht so langsam wärst. Ah ja, keine Hektik. Oh, Phantom. Es ist schon lange her. Du siehst erwachsener aus. Dein Sieg in der Liga ist einfach fantastisch. Deine Hingabe, das Vertrauen und die Liebe zu deinem Pokémon haben dir dies ermöglicht. Auch deine Pokémon waren super.
Ihr Glaube an dich hat sie all das durchstehen lassen. Ja, und sie hatten es wirklich, Erzak, nicht leicht mit mir, muss ich Erzak sagen. Glückwunsch, Phantom! Ein Interview mit dem neuen Champ! Später! Das wird alles ein wenig zu laut. Phantom, kommst du mit mir? Ja. Ey! Moment, wir haben das Interview fast vergessen! Ja, zu spät. Ja, hier die Ruhmeshalle. Ich war schon lange nicht mehr hier. Hier werden die Liga-Champs für alle Ewigkeit gewürdigt. Ihre mutigen Pokémon sind auch aufgeführt. Hier und heute wurden wir Zeuge des Aufstiegs eines neuen Liga-Champs. Eines Trainers, der Leidenschaft für und Vertrauen in seine Pokémon hat. Ein Trainer, dessen Erfolg auf Ausdauer und Entschlossenheit basiert. Der neue Liga-Champ, der alle Zeichen von Größe in sich vereint. Phantom, darf ich dich und deine Pokémon-Partner als Champs eintragen? Klar doch! Mach es ruhig! Alle meine Pokémon. Wir haben viel riskiert. Wir haben viel geschafft. Oh, okay, es wird gespeichert. Yeah! Magneto! Yeah! Magneto! Boss! Sir Kroko! Ach ja, wie nett! All unsere guten Pokémon werden Erzak hier aufgezählt. James! Ach ja, ihr habt's wirklich toll gemacht. Nekomata! Ah, yes! Kurama! Waren das eigentlich alle schon? Und das Ober-Pokémon Phantom! Yeah! Gut, ich sehe, du kannst mit Pokébällen umgehen. Naja, ist auch egal. Ah, Pokémon Silbern Edition. Ach ja, jetzt haben wir Erzak die Johto-Region Erzak durchgespielt. Wir haben es außerdem Erzak auch geschafft, die Liga, die Silberkonferenz zu schaffen. Ja, ich weiß es auch selber, Erzak. Diese Episoden waren, nun ja, nicht gerade sehr spannend gewesen. Obwohl, ich fand das Ganze doch ein bisschen spannend, ja. Denn ich hätte, das Ganze auch verlieren können. Hätte ich, hier und da vielleicht ein bisschen mehr Mist gebaut. Hätten wir, auch nicht genügend Beleber, da gehabt. Und hätte Sir Kroko, nicht den Eishieb, gehabt. Hätten wir, gegen Siegfried, äußerst schlechte Karten, ja auch gehabt. Denn der Eishieb, der hatte, uns den entscheidenden Vorteil, gebracht. Und Siegfried war nun, von allen Trainern, hier in der Liga. Nun ja, der am einfachsten zu besiegendere. Vor allem, durch unser Glück, auch, dass wir, paar Mal, hier auch seine Pokémon einfrieren konnten. Und, auch das Magneto. In diesem letzten Spiel, auch eine äußerst gute Rolle, spielen konnte. Aber ja, ich bedanke mich, an dieser Stelle, auch, an meine Pokémon, An Impagator, Sir Kroko, unser erster Partner, ja. Ach ja, wir haben viel erlebt mit ihm. Dann, auch mit Boss. Unser erstes Gefangenes-Pokémon, wohlgemerkt. Oh, das ging jetzt schnell mit dem Ende. Naja, aber auf jeden Fall, sofern jetzt nicht das Ganze hier geskippt wird. Kommt jetzt hier ins Schlaflied? Naja, auf jeden Fall, auch bedanke ich mich, am Boss. Unserem ersten gefangenen Teammitglied, was auch mit seinen starken Flügeln, auch so manchen Sieg für uns davongetragen hat. James, unser Ultrigaria. Ach ja. Du konntest, hier auch noch, beweisen, dass du, zu Recht, unserem Team, drin bist. Ebenso hat, Kurama, einige Augenblicke, gehabt, also unser Vulpix, einige Augenblicke hat es, hier auch gehabt, wo es, auch zeigen konnte, es war zu Recht, in unserem Team.
Nekomata, ein kleines Evoli, was wir damals auf Level 20 von Bill gekriegt haben. Und was sich auf Level 42, Elsack zu Ciana weiterentwickelt hat. Ach ja, auch schon bevor du dich, Elsack, weiterentwickeln konntest, hast du, Elsack, schon bewiesen, dass du zu Recht, Elsack, hier bei uns im Team bist. Und ich freue mich schon auf unsere weiteren Wege. Dann, Elsack, ja, unser, ja, letztes Teammitglied, Magneto. Ja, ein kleines Magnetilo warst du damals. Hast uns, Elsack, auch wie so manches andere Teammitglied, Elsack, von uns, aus der Patsche, Elsack, geholfen. Und ja, zuletzt in der Pokémon-Liga hast du, Elsack, uns den Sieg beschert und uns zum Champ gemacht. Danke. Ja, und nun würde ich, Elsack, mal sagen, bedanke ich mich, Elsack, hier auch nochmal, Elsack, an die Zuschauer, Elsack, hier, die, Elsack, ja, die letzten beiden Episoden, Elsack, sich angeschaut haben. Wenn überhaupt, Elsack, jemand die Episoden, Elsack, angeschaut hat, kann ich ja zu diesem Zeitpunkt, Elsack, noch nicht wissen, ob irgendjemand, Elsack, diese Episoden geschaut hat. Aber auf jeden Fall sage ich, Elsack, danke, dass ihr, Elsack, das Ganze, Elsack, bis zum Ende, Elsack, geguckt habt. Dass ihr, Elsack, so ein Durchhaltevermögen, Elsack, gezeigt habt. Ja. Also, dann sage ich, Elsack, jetzt erstmal, ciao, bis zum nächsten Mal, wo wir, Elsack, unsere Reise, Elsack, fortsetzen werden. Dieses Mal zu der anderen Hälfte des Spieles. Zur Kanto-Region. Und somit sage ich dann mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Phantom Heart. Ciao.